willkommen zurück auf dem Kanal. Heute vom Langlaufen in Lenkries. Ja, ich freue mich jetzt auf eine schöne kleine Tour. Am Anfang werden es hier 10 Kilometer. Start ist hier fast direkt an der Brauneckbahn. Ich schwenke mal leicht rüber. Das sieht man hier. Und ja, ich würde sagen, let's start the ride. Ja, hier sieht man auch die Abfahrtsstrecke hier oben für die Alpinskifahrer. Aber wir fahren hier schön mal mit dem Langlauf hier in die Landschaft rein. Wenn das nicht toll ist. Also, ein herrlicher Tag heute. So, ein paar Anstiege sind hier auch mit dabei, aber so muss es sein, ja. Also es macht richtig Spaß. Die Muskelpartien, da merkt man schon einen Unterschied zum Mountainbike oder zum Wandern. Das ist definitiv ein Tick anders, aber dieses Flow-Gefühl, wenn man läuft, ja, das ist einfach so schön. Schaut euch mal diese schöne Wintermärchenlandschaft an, ja. Also allein das ist ja echt ein Traum. Sorry, dass ich so begeistert bin, aber das ist halt die erste Langlauf-Session dieses Jahr. Ja, das Wetter wird jetzt gerade schlechter. Der Vorteil, wenn es so ein bisschen schlechter wird, das Wetter, hat man halt seine Ruhe. Ja? Alles hat seinen Preis, aber ich genieße es gerade in vollen Zügen. Ich feiere das gerade. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Also heute hat der Wetterbericht auf jeden Fall recht. Ein schöner Schneefall jetzt. Der Wetterbericht hat da starke Sturmböen vorausgesagt und etwas Schneefall. Also es ist voll der Whiteout. Also, Halleluja. Der Wind fließt so ziemlich geradeaus ins Gesicht.
Und der Schneefall ist doch heftiger, als ich erwartet habe. Aber gut, das sind ja genau diese kleinen Abenteuer, von denen ich immer hier auf dem Kanal rede. Und diese kleinen Abenteuer, die machen es auch aus, ehrlich gesagt, ja. Und ein bisschen Wildheit in dieser Zeit schadet ja auch nicht. Ich sag für heute schon mal Servus. Hat mich total gefreut, dass ihr dabei wart. Ich beeile mich jetzt für die nächsten Kilometer hier zurück zum Parkplatz bei diesem Schneesturm. Aber trotzdem ist es mir immer noch ein großes Vergnügen. Aber ganz ehrlich, ich bin natürlich jetzt dann auch langsam froh, wenn ich beim Auto ankomme. Insofern, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Servus.